Die Ansicht, dass Vögel die Nachkommen der Dinosaurier seien, hielt sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis der dänische Paläontologe Gerhard Heilmann 1926 die Theorie ablehnte und in seinem einflussreichen Buch The Origin of Birds schrieb, dass Vögel keine Dinosaurier sein könnten, da Dinosaurier kein Gabelbein hätten. Stattdessen verschmelzen bei Vögeln das linke und das rechte Schlüsselbein miteinander und verwachsen zu einem V-förmigen Knochen. Danach war es fast 40 Jahre still um dieses Thema und man ging im Allgemeinen davon aus, dass Vögel krokodilähnliche Vorfahren gehabt haben müssen, bis der amerikanische Paläontologe John Ostrom 1964 einen kleinen fleischfressenden Dinosaurier entdeckte, den er Deinonychus nannte, was auf Deutsch Schreckenskralle bedeutet. Wir kennen diese Dinosaurier als die Sichelklauen tragenden Raptoren aus den Jurassic Park-Filmen. Ostrom bemerkte die unverkennbare Ähnlichkeit des Skeletts mit dem heutiger Vögel. Daraufhin untersuchte er auch das Skelett von Archaeopteryx eingehend, was ihn zu der Behauptung veranlasste, dass Huxley recht gehabt hatte und dass sich die Vögel tatsächlich aus den Dinosauriern entwickelt hatten. Um Ostroms Verdienste zu würdigen, wurde 2017 ein gefiederter Raubsaurier aus dem Altmühltal Ostromia genannt. Dieser Ostromia ist übrigens das vermeintliche Archaeopteryx-Exemplar, das in Wirklichkeit ein Raptor war und sein Namenspate daher äußerst treffend. Die Entdeckung des Archaeopteryx ist aber nicht nur historisch von großer Bedeutung. Besonders die letzten drei Exemplare haben dazu beigetragen, dass wir diese Tiere heute besser kennen. Oliver Rauhut und sein Team von der Münchner Universität waren deshalb auch in der Lage, sie von einem kleinen Raubsaurier zu unterscheiden, der ebenfalls im Plattenkalk entdeckt wurde. Sie tauften ihn Alcmon avis, den Vogel vom Altmühlfluss. Lisa und Max waren übrigens auch im Altmühltal und haben nach Spuren des Alcmon avis gesucht. Sie waren im Steinbruch, wo der Alcmon avis gefunden wurde, zusammen mit ihrer Oma. Und davon habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht. Schaut mal rein. Nicht so feste Klopfen, Maximilian, sonst spaltet der nicht an der Bruchfläche. Sonst splittert er nur ab. Wer mehr über die mesozoischen Vögel des Altmühltals erfahren möchte, der kann das und vieles andere in meinem Buch Großartige Giganten nachlesen, das im DTV-Verlag erschienen ist.